Und ferner darf ich bekannt geben von Mitgliedern der Bundesregierung, welche sich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union aufhalten, dass die Bundesministerin Edtstadler durch die Bundesministerin Tanner vertreten wird. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände, deren Zuweisung verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilten Mitteilungen. Vor Eingang in die Tagesordnung teile ich mit, dass der Abgeordnete Bernhards Kolleginnen und Kollegen beantragt hat, dem Umweltausschuss zur Berichterstattung den Antrag Klimaschutzgesetz endlich vorlegen, 2749, eine Frist bis zum 31.12.22 gesetzt hat. Ferner liegt das von 5 Abgeordneten gemäß § 43 Absatz 3 der Geschäftsordnung gestellte Verlangen vor, eine kurze Debatte über diesen Fristsetzungsantrag durchzuführen. Diese kurze Debatte wird nach Erledigung der Tagesordnung jedoch spätestens um 15 Uhr stattfinden. Die Abstimmung über den Fristsetzungsantrag wird nach Schluss dieser Debatte dann erfolgen. Ich darf bekannt geben, dass der ORF wie üblich bis 13 Uhr in ORF 2 überträgt, dann im ORF 3 bis 19:15 und anschließend kommentiert in der TVT. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die Punkte 4 bis 6, 7 bis 9 sowie 18 bis 20 der Tagesordnung jeweils zusammenzufassen. Wird dagegen ein Einwand erhoben? Das ist nicht der Fall. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde ein Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Dementsprechend haben wir 8,5 Stunden Wiener Stunden vereinbart. Die Redezeiten ergeben sich für die ÖVP 126, für die SPÖ 166, für die SPÖ. Während Nationalratspräsident Sobotka die Debattenzeiten, die Verteilung der Debattenzeiten erläutert, kurz. Die Debatten, die Sie jetzt am Vormittag miterleben können, gleich zu Beginn die Debatte über das Thema Impfpflicht, eine weitere Debatte über das Thema Impfpflicht. Das Volksbegehren, keine Impfpflicht, wurde von 242.168 Österreicherinnen und Österreichern, das sind 3,8% der Wahlberechtigten, unterzeichnet. Sie pochen auf das Recht auf körperliche Unversehrtheit und auf Wahlfreiheit der medizinischen Behandlung. Bitte sehr.